So, ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Das ist dieses Buch. Und im Kapitel Augen bin ich angekommen im Abschnitt grüner Star. Ich mache mein Zeichen weg. Wenn man mit Bleistift in dieses Buch schreibt, sollte man aufpassen. Man kann die Schrift wegradieren. Deshalb muss man mit den Zeichen und Eintragungen, selbst wenn man sie mit Bleistift macht, ein bisschen vorsichtig sein. So. Es gibt jede Menge rezeptpflichtige Medikamente und Wirkstoffe zum Thema grüner Star, und es gibt ein paar tiefgrüne geeignete, hellgrüne auch geeignete und gelbe mit Einschränkungen geeignete. Rot war, ich muss mal gerade nachdenken, was rot war. Rot ist wenig geeignet. Rot wenig geeignet ist gar nicht dabei. So, einen Schluck Kaffee und dann kann ich anfangen. Ich lese den einführenden Text. Grüner Star. Unter grünem Star, auch Glaukom genannt, versteht man verschiedene Augenerkrankungen, bei denen Sehnervenfasern zugrunde gehen und sich das Sehen zunehmend verschlechtert. Häufig ist beim grünen Star der Augeninnendruck erhöht. Insbesondere bei Menschen ab etwa 40 Jahren steigt der Augeninnendruck häufig an. Damit steigt auch das Risiko an einem Glaukom zu erkranken. Damit steigt auch das Risiko an einem Glaukom zu erkranken. Auch weitere Risikofaktoren gelten eine familiäre Vorbelastung und starke Kurzsichtigkeit. Der Druck kann lange Zeit unbemerkt ansteigen und auf Dauer den Sehnerv schädigen. Beschwerden wie Lücken im Sehbereich treten erst auf, wenn eine bestimmte Anzahl von Nervenfasern unwiederbringlich geschädigt ist. Dann sieht der Betroffene zum Beispiel schwarze Flecken. Ein akuter Glaukom, ich lese hier wirklich nur vor, was da steht. So. Ein akuter Glaukomanfall, damit kann ich leben. Ein akuter Glaukomanfall macht sich durch gerötete Augen, starke Augen- und Kopfschmerzen sowie Übelkeit bemerkbar. Außerdem kann sich die Sehfähigkeit plötzlich verschlechtern und der Betroffene schaut wie durch Nebel oder sieht um Lichtquellen herum Farbringe. Warum behandeln? Die ärztliche Behandlung zieht darauf ab, eine Schädigung des Sehnervs zu verhindern und das Sehvermögen zu erhalten. Die Senkung des erhöhten Augeninnendrucks steht im Mittelpunkt der Behandlung. Was ist bei der Behandlung zu beachten? Da die Arzneimittel nur das Symptom beeinflussen, nämlich den erhöhten Augeninnendruck senken, nicht aber die Ursache der Erkrankung beheben können, ist die Glaukombehandlung in der Regel eine lebenslange Therapie. Sie muss jeden Tag gewissenhaft durchgeführt werden. Ein Glaukom schreitet aber selbst bei angemessener Behandlung fort. Darum muss die medikamentöse Behandlung in regelmäßigen Abständen angepasst werden. Dann kann sich das Fortschreiten der Augenschäden infolge eines Glaukoms nachweislich verzögern.
Auch Glaukompatienten mit normalem Augeninnendruck wird mittlerweile zur Anwendung von Augenmitteln bei grünem Star geraten, etwa mit Latanoprost, in Klammern einem Prostaglandin, siehe Seite 121, Klammer zu. Während der Behandlung sollte der behandelnde Arzt immer wieder den Augeninnendruck zu unterschiedlichen Tageszeiten messen, um zu prüfen, ob er stabil bleibt oder stark schwankt. So, ich sage es nochmal, ich lese nur vor, was hier steht. Ansonsten könnte ich morgen früh nicht in den Spiegel gucken. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Genügen die Medikamente nicht, um den Augeninnendruck ausreichend zu senken, kann der Abflussbereich des Kammerwassers operativ erweitert werden. Insbesondere zu Beginn der Erkrankung kann auch eine Laserbehandlung den Abfluss des Kammerwassers verbessern. Wie lässt sich vorbeugen? Bei der berechtigten Annahme, es könnte sich ein Glaukom entwickelt haben, kann der Augenarzt die erforderlichen Untersuchungen zur Früherkennung eines Glaukoms einschließlich Augeninnendruckmessung, Augenspiegelung und Gesichtsfeldprüfung zulasten der gesetzlichen Krankenkasse durchführen. So, jetzt geht es um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Der Wirkstoff Brimodin ist hellgrün auch geeignet und ich gucke mal gerade nach. Der ist nur hellgrün auch geeignet. Timolol ist geeignet bei manchen Medikamenten und bei anderen auch geeignet, also grün und hellgrün. Timolol und Brinzolamid ist hellgrün auch geeignet. Metipranolol ist hellgrün auch geeignet. Clonidin ist mit Einschränkung geeignet. Betaxolol ist hellgrün auch geeignet. Clonidin hatte ich schon. Timolol und Drozolamid ist hellgrün auch geeignet und geeignet, tiefgrün. Acetolamid ist tiefgrün geeignet. Latanoprost als Wirkstoff ist hellgrün auch geeignet. Metapranolol und Pilocaprin ist hellgrün auch geeignet. Es gibt also jede Menge. So, und es geht weiter mit den Alpha-2-Antagonisten Augentropfen. Es geht dann den Wirkstoffen oder Wirkstoffgruppen nach in alphabetischer Reihenfolge. Und das ist Brimodin in Klammern konserviert, hellgrün auch geeignet, Clonidin in Klammern unkonserviert, gelb mit Einschränkung geeignet und Clonidin konserviert. Gelb mit Einschränkung geeignet, die da vorgestellt werden. So.